Ja, guten Abend, mein Name ist Christoph Gurk, ich bin Dramaturg hier an den Münchner Kammerspielen. Ich begrüße Sie zur zweiten Folge der Reihe Derkon und. Chris Derkon, Leiter des Tate Modern und designierter Intendant der Volksbühne, spricht mit wechselnden Gästen über die Krise und die Zukunft des Konzepts der Solidarität. Heute zu Gast Philipp Bruch vom Institut für politische Schönheit. Kleiner Hinweis in eigener Sache, es geht direkt im Dezember weiter mit zwei weiteren Veranstaltungen mit Chris Derkon. Am 8. Dezember eine weitere Folge, die dritte Folge von Derkon und. Zu Gast ist dann der libanesische Regisseur Rabia Moreh. Und direkt am 14. Dezember nochmal außerhalb dieser Reihe ein Gespräch, auf das wir uns sehr freuen. Chris Derkon wird sich mit Alexander Kluge und Reinhard Jirgel über das Prinzip des Science Fiction und auch der Zukunft unterhalten. Aber erstmal viel Spaß heute Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sehen, wenn man sagt, in die Münchner Kammerspiele Alexander Kluge und Science Fiction, dann hat man sofort gerechnet. Wir ziehen das vor. Philipp, Sie waren nicht da für einige Wochen, wenn wir mit Wolfgang Tillmanns geredet haben und vielleicht einige unter Ihnen auch nicht. Also ganz kurz, worüber geht es heute Abend, worüber geht es die nächsten Monate? Es geht über Solidarität und Kooperation oder Solidarität und Kollaboration. Philipp, Solidarität steht für die freiwillige Bereitschaft, anderen, denen man sich verbunden fühlt und die in Not geraten sind, zu helfen, ohne dass sie ein Recht auf Hilfe hätten. Und Jürgen Habermas nannte Solidarität das andere der Gerechtigkeit. Und die viele Bürgerinitiative auch in München der letzteren Zeit habe diese andere Art der Gerechtigkeit offenbart. Und so werden Bürger im positiven Sinne Kollaborateure. Aber auch im Kunstfeld und sicherlich im Theater sieht man in den letzten Monaten eine Rückkehr zum Solidarität. Aber wie Stefanie Wenner diese Tage in Berlin diskutiert, es geht natürlich auch um die Frage, wie nützlich die Kunst sein soll. Das Zentrum für politische Schönheit verfolgt, meine Damen und Herren, einen aggressiven Humanismus. Die Kunst, sagt Philipp Bruch, ist vielleicht das ideale Gefäß für den aggressiven Humanismus. 6 Minuten Philipp Bruch aus einem Film, was er mit Brecht van der Haak gedreht hat, ein Film für einige Wochen eigentlich gesendet für das niederländische Fernsehen VPRO. Und in 6 Minuten sehen Sie und wissen Sie alles, was Sie wissen müssen über Philipp Bruch. Genau, danach spiele ich Alexander Kluge, voilà. Und wir reden über Science Fiction. Ist gut. Egon, bitte einspielen. Vielen Dank. Das Zentrum für politische Schönheit versucht, Akte politischer Schönheit zu finden. Also Moral wird von der politischen Seite immer interpretiert als etwas Schwaches, als etwas Leidenschaftliches, aber keine geschichtliche Kraft. Und wir sind der Überzeugung, dass nichts so sehr die Geschichte geprägt hat und nicht so sehr auch prägen sollte, wie moralische Kräfte. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es auch Taskforces braucht der Humanität, dass es Sturmtruppen braucht, die für Mitmenschlichkeit kämpfen, für Humanität kämpfen, für moralische Schönheit kämpfen. Was ist eine Fassbombe? Wie sieht Aleppo aus? Warum sterben dort Kinder im Moment? Das sind Dinge, die sind in der deutschen Bevölkerung, würde ich behaupten, noch gar nicht angekommen. Deswegen, dafür kämpfen wir. Ich glaube, dass auch das Mittel des Theaters, wenn Sie so wollen, oder der Künste, dort etwas tun können, was ich die moralische Fantasie einer Gesellschaft nennen will. Also es gibt so etwas wie eine kollektive moralische Fantasie, die sehr schnell auch übrigens in politische Handlungen umschlagen kann. Und die gilt es zu erweitern. Also wenn Sie so wollen, die moralische Fantasie kann sich im Moment sehr gut vorstellen in Deutschland, wie es ist, in einem Konzentrationslager zu sein und vergast zu werden. Wenn es jetzt kein Gas gibt und keine Konzentrationslager und der Massenmord auf andere Art stattfindet, muss man diese moralische Fantasie erweitern.
Wir holen das Problem nach Deutschland. Gemeinsam mit Angehörigen, Imamen, Pfarrern und Bestattern haben wir unwürdige Grabstätten geöffnet und die Toten exhumiert. Wir präsentieren sie unter den Augen der europäischen Öffentlichkeit, ihren bürokratischen Mördern. Der Aktion Die Toten kommen ging es darum, Menschen, die an den Außengrenzen gestorben sind und da verscharrt wurden, anonym, ohne Zeremonie, ohne das Beisein ihrer Angehörigen, nach Deutschland zu überführen und hier im Beisein ihrer Angehörigen zu bestatten, in aller Würde. Von vier Kindern. Sie hinterlässt einen Mann, einen Ehemann und drei der Kinder. Das vierte Kind ist mit ihr ertrunken, höchstwahrscheinlich. Also es wird als vermisst gemeldet. Diese Frau machte sich auf den Weg nach Deutschland, um Schutz zu suchen. Sie hatte dazu jedes Recht. Heute ist sie angekommen. Aber sie ist nicht mehr am Leben. Diese Frau wurde in die Tiefe gezerrt von drei afrikanischen Mitbürgern, die wahrscheinlich nicht schwimmen konnten und sich an ihr festgehalten haben. Ihre Leiche wurde gefunden, die ihres Kindes wie gesagt nicht. Und sie wurde dann in Sortino, also in einem kleinen Ort auf Sizilien, in Italien, bestattet, beerdigt, ohne Zeremonie und auch ohne Namen. Als Sconosciuto numero due, also als Unbekannte Nummer zwei. Es hat nicht besonders lang für uns gedauert, zu identifizieren, wie sie heißt und auch ihre Angehörigen, also den Ehemann und die drei Kinder zu finden. Und das haben wir gemacht und haben dann sozusagen ihnen angeboten, dass wir ihre Liebste, ihr wichtigstes Familienmitglied zu ihnen nach Deutschland bringen. Wir haben dann vor allem die eingeladen, die Täter sind, wenn sie so wollen, nämlich die Schreibtischtäter. Der deutsche Staat ist der größte EU-Mitgliedstaat und der für die EU-Außengrenzen, für die Abschottungspolitik der EU sind die Innenminister zuständig. Die haben wir eingeladen, wir haben das einen humanistischen Anschauungsunterricht genannt. Sie sollten die Humanität Europas einmal sehen auf dem Friedhof, wie sie da zu Grabe getragen wird. Und das Unfassbare ist passiert, kein einziger dieser eingeladenen Gäste aus dem gesamten Innenministerium ist gekommen. Kein einziger. Wovor ich wirklich Angst habe, ist das Erbe, unser humanistisches Erbe, unser Anspruch auf Humanität, die Möglichkeit, dass ich mir selber in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ja, wie das politisch läuft, ist noch einigermaßen erträglich. Es ist komplett unerträglich, es ist komplett inakzeptabel. Und das ist das, wo ich glaube, wovor wir wirklich Angst haben müssen, vor dem Urteil der Nachwelt, vor dem Urteil, wie wir in den Geschichtsbüchern dastehen. Mein Sohn schaut mich an, er ist 3 Jahre alt und er wird mich natürlich mit 30 fragen, wenn ich jetzt Theaterstücke machen würde über Liebe oder Komödien, ja, dann würde er mich in 30 Jahren fragen, Papa, was hast du damals eigentlich gemacht, als 10, hunderttausende Menschen an den Außengrenzen gestorben sind? Ihr hattet doch in den Geschichtsbüchern, da stand doch drin, es gab nur 124 Mauertote an der deutsch-deutschen Mauer und dem wurde gedacht. Jahrzehntelang war die DDR das schlimmste Regime in Europa wegen dieser Mauertoten. Das schafft die Europäische Union in einer Woche. Brecht van der Haag, Jimmy Shelfer. Es ist ein Film, der nicht nur geht über Philipp Ruch und das Zentrum für politische Schönheit, aber auch andere Hilfe, andere Künstler zeigt in ihre Aktionen. Philipp Ruch, was bedeutet das jetzt wirklich, politische Schönheit? Politische Schönheit, also zuerst mal muss man vielleicht Entwarnung geben den üblichen Assoziationen, die vielleicht ein Mensch haben mag, wenn er Politik hört.
Er hat dann vielleicht solche Assoziationen wie Schmiergeldaffären, Intrigen oder auch, also eher die hässlichen Dinge. Verwaltung, wo wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Und das ist dezidiert nicht gemeint, sondern ich glaube, dass der Politik etwas fehlt oder dass man ihr auch zurückgeben kann. Und solange es sozusagen nicht in einem kollektiven Gedächtnis ist, muss es von den Künsten vorgegeben werden. Die Künste waren immer die Impulsgeber einer Nation oder auch eines Kontinents, einer Zivilisation. Und ich glaube, dass in dem Wort Schönheit und in diesem, sagen wir mal, Aneinanderschlagen dieser zwei Begriffe, Politik auf der einen Seite, Schönheit auf der anderen Seite, der Funke für eine Revolution tatsächlich enthalten ist. Es könnte sowas sein wie, wir haben das schon erlebt, das ist, wenn man an vielleicht den Kniefall von Willy Brandt denkt, der als Geste in seiner Zeit wahnsinnig umstritten war. Ich glaube, der Spiegel hat damals Umfragen gemacht, 40% der deutschen Bevölkerung war nicht d'accord damit, was Willy Brandt dort, welchen Akt er dort vor den Widerstandskämpfern am Warschauer Ghetto, das Niederknien, diese Verbeugung, diese Huldigung gemacht hat. Und das kann sein, dass sozusagen das politische Schönheit oder Akte politischer Schönheit durchaus auch etwas sind, was einer Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Konsistenz durchaus auch kritisch vorkommen oder auch auf Immunkräfte stoßen. Jetzt reden Sie über Willy Brandt. Ja. Wenn man jetzt zum Aktualität geht, diese Woche, ja, zum Beispiel, sie hat viele Feinde mittlerweile, Seehofer, Söder. Ist Angela Merkel jemanden, die eine Politik verfolgt von Schönheit? Nein. Warum? Also, ja, weil das ist sozusagen ein, es ist natürlich ungewöhnlich von ihr, dieses Mindestmaß an Humanität von ihr, das bei ihr zu sehen. Aber ich würde sagen, das ist das Mindeste, was eine Bundesregierung in dieser aktuellen Lage tun kann. Das Problem der Mittelmeertoten wird überhaupt nicht angegangen. Das Problem Syriens, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 4 Jahren auch nur einen Krisenstab im Bundeskanzleramt eingerichtet gesehen zu haben. Das heißt, die, wissen Sie, uns als Künstler wird ja oft vorgeworfen, fiktiv zu sein. Das, was gerade in Bayern von einer großen deutschen Volkspartei verzapft wird, ist gelinde gesagt komplett fiktional. Es findet statt ohne jeden Widerstand oder ohne jeden Widerhall in der Realität. Also in der Ägäis schwimmen jeden Tag tote Körper an die griechischen Inseln oder auch auf der türkischen Seite an der türkischen Küste an. Und dieser Zustand wird noch nicht einmal diskutiert. Und das Absurde ist natürlich für uns, das wissen wir ja alle. Also wenn ich das jemandem erklären soll, dass diese Menschen ein Flugticket nicht kaufen dürfen und stattdessen den 10-fachen bis 20-fachen Preis einem illegalen, mafiösen Schleppernetzwerk in die Hände drücken, das können Sie einem Kind überhaupt nicht erklären. Okay, aber lassen wir jetzt mal realistisch sein. Okay? Die Angela Merkel hat es trotzdem versucht und versucht es noch immer, sich durchzusetzen gegen de Maizière, gegen ihre Freunde oder ihr, was auch von die CSU. Braucht dann die Angela Merkel nicht ihre Hilfe, die Hilfe des Zentrums für politische Schönheit? Ja, also ich darf Ihnen jetzt ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine das wirklich nicht ironisch, weil ja, ich weiß, wir reden später weiß, auch über Ironie, weil Ironie, ja, das ist zu spät jetzt. Ja? Wir sind schon vorbei, die Ironie. Ich meine es wirklich ernsthaft. Ja, bleiben wir realistisch. Also ich habe unsere Büros sind genau, also ziemlich in Luftdistanz, 100 Meter von Angela Merkels Wohnung. Und ich kletter jeden Abend im Hinterhof sozusagen hoch an ihrer Hauswand und bedrohe sie dann täglich nachts. Und sie weiß das. Also wenn sie abends nach Hause kommt und nicht dieses Mindestmaß an Humanität geleistet hat in der Bundespolitik, kriegt sie mit uns Ärger. Nein, Sie haben natürlich recht. Also, Angela Merkel hat ein Mindestmaß an Humanität gezeigt.
Stimmt's? So ist es. Ja, also sozusagen der Bodensatz, sagen wir es mal so, gut. Der Bodensatz, ja. Aber das Glas ist leer. Also das, da ist sozusagen einfach jetzt mal ein Boden drin in diesem Glas. Und das Wasser könnte man jetzt reinfüllen, das wäre dann unser Job. Sie haben natürlich recht, also irgendwo, wenn das so weiterläuft, man weiß ja gar nicht mehr, von welcher Partei die sind, wenn die reden. Ja? Also da redet ein Boris Palmer von den Grünen und er hört sich an wie jemand von der CSU. Er sagt die Einwanderer, wortwörtlich, die Flüchtlinge, die hier ankommen, lassen sich nicht integrieren, weil sie andere Umweltstandards haben. Das sind Sätze, da bin ich baff. Also Sie haben völlig recht, es ist natürlich irgendwie, die Koalition sind in der momentanen Lage, wenn wir mal eine Woche zurückdrehen und das als momentane Lage beziffern, dann würde ich Ihnen recht geben und sagen, wenn das so weitergeht, weiß ich auch nicht, ob wir nicht irgendwann mal tatsächlich eine Aktion machen. Na, insgeheim weiß ich es, werden wir nicht machen. Also, ich habe... Wie könnte so eine Aktion für Angela Merkel, Hilfe für Angela Merkel aussehen? Ja, wahrscheinlich, also ich sage mal so, diese Panik, die natürlich in der Berichterstattung auch herrscht, kommt einfach daher, wenn ich kurz erinnern darf, als Schröder Kanzler war, hat er komplett allein gegen seine Partei regiert. Das hat Schröder bewiesen, dass es nicht nur möglich ist, sondern ich fürchte sogar der Regelfall für eine Kanzlerin ist. Das heißt, die Kanzlerin kann froh sein, dass sie jetzt 10 Jahre lang regieren konnte, ja, mit ihrer Partei und mit dem ganzen Rückhalt, das ist aber überhaupt nicht nötig. Das ist ein Luxuszustand, wenn Sie so wollen. So ist Politik tatsächlich dann nicht gemacht. Wie könnte die Aktion aussehen? Ja, lassen Sie uns doch mal zusammen überlegen. Wo könnte sich die Aktion abspielen zum Beispiel? Irgendwo im Mittelmeer? Also ich glaube eher hier in Bayern. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich habe mir sagen lassen, da oben war die Loge des Führers. Ja? Inzwischen ist hier immer Horst Seehofer, der da oben sitzt. Warum darf der eigentlich nach München rein? Wie wäre es, wenn wir ihm mal Abschottung am eigenen Leib zeigen, ja, künstlerisch natürlich, also Sie alle wären hier gefordert. Sie könnten sich, ich weiß gar nicht, wo wohnt denn der Kerl? Weiß das jemand? Ah, also, das heißt, man guckt einfach mal die Autoroute Ingolstadt-München an und welche Zufahrtsstraßen er benutzt und dann würde ich sagen, wie viel haben wir hier, 200 Leute, Sie müssten dann einfach die sperren mit einem Checkpoint und alle durchlassen, die nicht aussehen wie Horst Seehofer und wenn der Horst kommt, sagen Sie, das kommt überhaupt nicht in Frage, Akt des zivilen Ungehorsams, Sie kommen hier nicht mehr rein. Das machen Sie mal eine Woche, ich glaube zumindest... Das wird natürlich bei diesem armseligen Menschen nichts bewirken, aber das wäre vielleicht ein lohnendes Ziel. Ja, aber jetzt, Philipp Ruch, kommen wir genau auf den Punkt. Das ist, da muss ich den Söder recht geben, viel hat sich geändert diese Woche seit Paris. Und ich glaube auch für die Kunst, die sich auseinandersetzt mit Politik und mit Flüchtlingen, Ironie, Zynismus, das hilft nicht mehr. Und viele von ihren Aktionen benutzen, was Bakhtin auch gesagt hat, benutzen eine Form von Parodie. Und Sie wissen, dass Parodie hat immer eine progressive Richtung und eine regressive Richtung. Zum Beispiel Karneval, Fasnacht, ist eher eine regressive Richtung. Ironie, Parodie, Zynismus, politische Kunst. Kann man da noch etwas mit angehen? Ich meine, sogar Hullebeck, Michel Hullebeck unter Werfung hat eigentlich zugeben müssen diese Woche, dass, ich meine, auch sein Spielerei mit Zynismus, es reicht nicht mehr. Kommen wir gleich vielleicht noch zur Lage in Paris, aber wenn wir das kurz auf die Kunst beziehen, die ich mache, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass ich mich da doch etwas missverstanden fühle von Ihnen. Wir haben das gerade gesehen, die Aktion Die Toten kommen, wo man zwei nackten Menschen das Mindestmaß an Würde zurückgibt und sie ordentlich begräbt, ordentlich. Und zwar in der Hauptstadt, in der politischen Hauptstadt der Europäischen Union in Berlin. Ich weiß nicht, was daran ironisch sein soll. Ich weiß auch nicht, was daran zynisch sein soll. In dem Sinne könnten Sie eher hier jemanden sehen, der vielleicht das längst verstanden hat und eher nie, ehrlich gesagt, verstanden hat, warum
überhaupt dieser Gummiknüppel, das ist es ja, dieser Zynismusvorwurf, oft bestimmten Künstlern gemacht wird. Also die Sie vorhin genannt haben, da gehe ich mit Ihnen völlig d'accord. Aber tatsächlich ist oft, sagt dieses Etikett des Zynismus oder auch das Etikett des Aktivismus, in beiden finden wir uns überhaupt nicht wieder als Zentrum für politische Schönheit, mehr aus über die, die das sagen und etikettieren, also als Gesellschaft oder vielleicht auch im Zustand einer Gesellschaft, die das noch nicht erkannt hat, als über die Kunstschaffenden. Denn, ja, vielleicht lassen wir es erstmal dabei. Aber bedeutet das, dass Sie oft mit Ihren Kollegen darüber reden, wann Sie eine Aktion vorbereiten, wo gehen wir zu weit, was können wir nicht machen, was darf wir nicht machen? Ja, ja. Also das, wo gibt es die Momente, wo Sie sagen, jetzt Schluss damit? Weil ich fand zum Beispiel, was Sie gemacht haben mit den Mauerkreuzen, da sind Sie für mich zu weit gegangen. Mhm. Und das wird dann für mich Kitsch. Und Sie wissen auch etymologisch, dass das Wort Kitsch, da muss man denken an Oktoberfest, das bedeutet einfach, wenn etwas zu klein oder zu groß ist. Ein Trachtenkleid, das zu klein oder zu groß ist, das ist Kitsch. Und deswegen beim Oktoberfest sehen viele Damen so kitschig aus, nicht? Das ist zu klein oder zu groß. Ich meine das wirklich ernst, jetzt ist ja, ja. Zynismus wieder. Ich beschreibe das vielleicht ganz kurz fürs Publikum, dass sozusagen okay. diese Aktion, weil die jetzt hier nicht vorgekommen ist. Mhm. Wir haben es gab den 25. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin und Sie kennen die wahrscheinlich alle, weil an diesem Tag die Lichtgrenze, das auch zum Wort des Jahres geworden ist, das ist übrigens Kitsch. 2,5 Millionen Euro für dieses Kunstprojekt, das ist in meinen Augen Kitsch, in reinster Form. Also ein heliumgefüllte Ballons, weiß bestrahlt, an der ganzen Berliner Mauer entlang in die Luft gelassen worden sind. Und diese Lichtgrenze führt am Bundestag unter anderem an einer der Gedenkstätten für die Mauertoten entlang, für die, die an der deutsch-deutschen Mauer gestorben sind. Das sind, Sie kennen meine Argumentation aus diesem Film eben, es sind in der DDR insgesamt, wenn Sie also alle zusammenzählen, die auch an Herzinfarkt bei einer Kontrolle beim Checkpoint Charlie oder irgendwas Ähnliches, was ich finde, dass die dazugehören, zu den Mauertoten, dazuzählen, dann sagt Ihnen die Forschung, dass es um etwa 1200, 1300 Menschen geht. Und zwar in der gesamten Zeit des Kalten Krieges. Das schafft die Europäische Union in einer Woche und wenn es ganz schlecht läuft, in 2 Tagen. Mhm. Und diese Mauertoten sollten natürlich zum 25. Jahrestag tunlichst verschwiegen werden. Also sie wurden weder geehrt, noch gab es irgendeine Art von Gedenkveranstaltung für sie oder war vorgesehen, sagen wir es mal so. Stattdessen sollten sie verbaut werden mit diesem Kitsch. Und diese Kreuze, das sind so weiße Kreuze am Reichstag, mitten im Hochsicherheitstrakt, also der Berliner Republik, neben dem Reichstag, wirklich, Sie können sich das vorstellen, Security Stufe 1, hat dieses Denkmal kollektiv entschieden, wir machen da nicht mit, bei diesem Oktoberfest-Gedenken. Die aktuelle Lage ist dramatisch, wir flüchten zu den Außengrenzen. Und das Zentrum für politische Schönheit hat also diesem Denkmal zur Flucht verholfen. Wir sind also Fluchthelfer der Kunst und der Denkmäler und haben das Denkmal mal kurzerhand abtransportiert. Es wurde nicht bemerkt, muss man dazu sagen, bis wir eine Pressemitteilung geschickt haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass es übrigens weg ist. Und dann wurde es bemerkt und dann ging es hoch her. Der Sturm der Entrüstung, ich habe übrigens auch politisch nur CDU und CSU Abgeordnete schreien hören. Das fing also bei Lammert an, der im Bundestag zur 25-Jahrestag-Feier wortwörtlich gesagt hat, die Kreuze wurden gestohlen mit einer heldenhaften Attitüde und einer pseudo-humanitären Begründung. Da hat er schlechte Referenten, weil die ihm offenbar nicht erzählt haben, was wir sonst so machen. Und jedenfalls Scheuer genauso, findet es verächtlich, die Kulturstaatsministerin in diesem Land, alle. Wie Sie sagen, diese Position übrigens, also interessanterweise nur bei der CDU, ich würde sie da ja gar nicht verorten, Herr Derkon, haben aufgeschrien. Und SPD war ruhig, Grüne war fast euphorisch und Linke, naja, zwiegespalten wegen den alten Solidaritäten in der SED-Zeit.
Ja, das ist also diese Aktion. Ich glaube, ich habe damit auch schon ein bisschen meine Meinung einfließen lassen, wie ich das sehe mit dem Wort Kitsch. Und ich hielt es, bis heute halte ich das für absolut notwendig. Ich versuche gerade, das ist ja ganz interessant, Lammert hat bei dieser 25-Jahrestagfeier öffentlich bekannt, dass er sich um diese Kreuze zukünftig kümmern wird. Das heißt, Sie haben etwas erreicht. Ja, warten Sie ab. Mhm. Dass Sie ersetzt, natürlich, wir machen Kunst, wir haben natürlich nichts erreicht. Lammert hat versprochen, er wird sich um diese Gedenkstätte kümmern. Er wird die Gedenkkreuze ersetzen, was schon sehr viel ist, weil das sind Sperrholzplatten, die abgeplatzt sind und wirklich verkümmern. Da hat jemand da mal einen Kleber rangeklebt, wahrscheinlich irgendwie so Che Guevara-Kleber oder irgendwas. Der wurde abgerissen, dann sieht man diese Reste, diese Spuren von Klebern. Das ist also alles noch da gewesen. Und jetzt können Sie mal das Ihrer Fantasie überlassen, ob das heute immer noch die Sperrholzplatten sind mit diesen schäbigen Kanten und Ecken oder ob die ersetzt worden sind. Ja, das heißt, nur ganz kurz noch ein Satz dazu, man kann hier in einer gewissen Weise auch die politische Ebene vorführen, die diese Kreuze halt ungünstigerweise alle 5 Jahre braucht, zu den runden Jubiläen. Jetzt sind die nicht da, scheiße. Mich interessieren die ehrlich gesagt am Tag danach, am 10. November 2014, genauso wie heute. Und ich will selber als Gedenkstättenleiter eingesetzt werden. Es gibt keinen Gedenkstättenleiter. Ich will als der fungieren zukünftig, um selber entscheiden zu können, wann bleiben die Kreuze da und wann gehen sie nach Lesbos, ja? Oder nach Melilla. Oder Sie waren in Melilla an der bulgarisch-türkischen Grenze und auch an der griechisch-türkischen Grenze. Da hat man sie gesehen, da gab es Fotos und Videos davon. Jetzt haben wir das Thema Zynismus, Kitsch. Was ich eigentlich wissen will, ist, und das klingt blöd, aber ich meine es wirklich ernsthaft, war das jetzt ein wichtiges, ein gutes Kunstwerk? Weil das Schematismus, was wir heute, nicht nur heute, das kennen wir seit 150 Jahre, seit die Zeit von der Avantgarde, das Schematismus zwischen die reine Kunst, die autonome Kunst und die engagierte Kunst existiert noch immer. Ich habe den Eindruck, dass Sie etwas versuchen, was so viele Künstler versucht haben, was eigentlich unmöglich ist. Das ist eine reine, engagierte Kunst und eine Art von engagierter, reine Kunst zu machen. Sie versuchen eigentlich zwei Antipoden, die reine Kunst und die engagierte Kunst zu verbinden. Und in einigen Fällen gelingt Ihnen das auch und in anderen wieder nicht. Das ist okay. Aber meine Frage ist jetzt, ist das wirklich etwas, was Sie schwierig finden, diese Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Antipoden von Kunst, weil viele von meinen Kollegen in die Welt von Museen, die sagen, ach, den Ruf, das ist wunderbar, der kommt in den Spiegel und so weiter, aber den wollen wir nicht in die Sammlung haben. Wir wollen auch nicht Ruf in Dokumente einladen. Das ist eine Form von engagierter Kunst, die eigentlich, die hat stattgefunden und na, das ist dann vorbei. Ich versuche Ihnen ein bisschen zu provozieren, nicht? Naja, bitte, ja? Ich bitte Sie doch. Sie provozieren mich und, damit. Und ich weiß, dass Sie zum Beispiel Künstler wie Daniel Richter, den dann redet über Politik und über was ich viel weiß, Subculture, und die gesammelt wird durch Millionäre, das finden wir beide auch ein Problem, nicht? Also Ruch und Daniel Richter sind beide ein Problem. Ja, also ich bin gerne bereit, der Problemfall der Kunsttheorie zu sein. Sie können auch gerne darüber lange diskutieren, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in dieser Verordnung, also das ist ja ein Lob, dahinter steckt ja ein Lob und ich danke Ihnen sehr herzlich dafür und finde das wirklich auch ganz großartig, dass darüber bin ich ja so dankbar. Also in dieser Form müsste ich jetzt hier oder sitze ich jetzt hier als reiner Künstler und bin dankbar für die sozusagen Theorie oder das, was, es ist ja ein großes Missverständnis, dass Künstler oder Kunstschaffende, genauso wie Autoren die besten Interpreten ihrer Werke seien. Also das ist sozusagen in unserer Mediengesellschaft ein Gesetz. Ja? Also Ihnen wird der Mikrofonbüschel hingehalten und dann jetzt erzählen Sie mal, was Sie da gemacht haben, Herr Ruch. Und zwar in 1,30, weil
es muss in diesen Beitrag. Und Kunst passt nicht in 1,30. Es passt eher, also wenn man diese Aktion jetzt der Mauerkreuze wirklich ausführt. Ja, nein, meine Frage ist wirklich, brauchen Sie das Wort Kunst, Philipp? Das meine ich wirklich ernsthaft. Ja, ja. Weil Sie können auch sagen, ich mache diese Form von Aktivismus. Ich brauche keine Aussage zu machen über Kunst. Ich gehöre nicht zu dieser Kategorie, diese Kunsttheorie, das ist alles völlig scheiß und so weiter. Das wäre doch viel deutlicher und viel einfacher. Ja, also ich... Warum brauchen Sie das Wort Kunst? Ich brauche das nicht. Also sozusagen, was wir machen, ist Aktionskunst. So, da steckt tatsächlich das Wort Kunst mit drin, aber Sie wissen ja selber genauso gut wie ich, dass das unübersetzbar ist in den englischen Sprachraum. Das heißt, dass wir hier schon etwas haben, was es so nur im deutschsprachigen Raum gibt und gab und niemals in Amerika oder in England oder sonst wo. Also mit Performancekunst würde ich mich jetzt auch nicht wohlfühlen und mit der reinen Kunst habe ich sowieso nichts zu tun. Wir machen Aktionskunst. Kunst, Aktionskunst. Genau, genau. Mhm. Da müssen Sie sich den Kopf zerbrechen, wie das jetzt mit der Kunst sich verhält. Ich muss Ihnen da ehrlich sagen, ich habe da andere Messlatten wie Schlingensief. Schlingensief ist eine wichtige Messlatte. Der bis 2003 dasselbe Problem hatte. Also insofern bin ich ja noch relativ jung. Hause und Wirt, die Lektion habe ich vielleicht gelernt, dass sozusagen... Das hilft nichts. Dass er diese Schwelle, als er die übertreten hat, auch wirklich etwas verloren gegangen ist in dem Werk. Stimmt. Also für mich. Ja, ja, absolut. Und das sozusagen, also ich will noch mal ganz kurz zurück dazu. Also ich finde das wirklich ganz fantastisch, wenn Leute sich da Gedanken machen, wie Sie, die wirklich auch dazu berufen sind. Ne? Also ich lese diese Sachen auch wahnsinnig gerne. Natürlich jetzt nicht so gern, wenn es um meine eigenen Sachen geht, aber wenn es um andere Künstler geht, sofort. Und das ist wunderbar. Ich selber kann nur zum Selbstverständnis sagen, damit kann man sich auch streiten und genau da kann ich auch dieses Problem für Sie darstellen, dass ich selber oder wir uns alle, also ich habe niemanden im Team, der sich als Aktivist versteht. Aktivismus ist etwas für alle im Team, was ein Synonym ist für zu kurz gedacht und mal eben rumhampeln und gegen TTIP und was weiß ich. Das sehen Sie in unseren Arbeiten überhaupt nirgends. Weg. Ironie weg. Aktivismus weg. Der Aktivismus verträgt übrigens auch keine Ironie. Also wenn wir noch mal kurz darauf zurückkommen, der doppelte Boden, den ich wiederum was sehr Wichtiges finde, wenn Sie einen Santiago Sierra nehmen oder so, das wäre in Aktivismus schlicht unvorstellbar. Ich erinnere mich noch, am Anfang diesen Jahres waren Mitglieder von uns in einem Theater bei einer Podiumsdiskussion und da wurden sie wortwörtlich gefragt, why are you irritating people? Im Theater. 14 Jahre nachdem Schlingensief Aufklärung durch Verstörung proklamiert hatte, oder 16 Jahre danach, ist das wieder völlig raus und man muss sich solche Fragen gefallen lassen im Theater. Ich bin bereit, dass das mich ein Journalist fragt. Ich bin auch bereit, dass Sie mich das fragen, aber im Theater finde ich das wiederum sehr schwierig. Sie reden über Zerstörung. Ist vielleicht das bessere Wort, wenn wir reden über Störung? Das bedeutet, Ihre Arbeit, die ich sehr schätze, geht über bleib wach. Bitte, das muss man in die Augen halten. Hier läuft das auf den Rudel, wir wollen das korrigieren. Korrektur, bleib wach. Störung im Sinne von Dirk Becker. Ist das es vielleicht, was Sie wollen? Ich meine, ich habe ein Problem mit Ihrer politischen Schönheit, da kommen wir noch später zu. Ich verstehe Ihre Idee von Störung. Immer wieder in diese Verwaltung eingreife, immer wieder in diese Organisationen, die wir kennen, die Politik und weiß ich viel, eingreife und sage, bitte, bitte pass auf. Es gibt auch Alternativen, man kann auch andere Wege gehen. Ist das, was Sie wollen? Ich glaube, das ist wirklich, dass ich wirklich einen Problemfall für Sie darstelle. Also ich sozusagen diese Verortung ist mir völlig egal, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Mir geht es um Inhalte. Und bei den besagten Mauerkreuzen beispielsweise, da habe ich jetzt nur ein Viertel erzählt. Also der andere Teil beschäftigt sich damit, dass wir Busse gemietet haben und versucht haben, 100 Menschen an die EU-Außengrenze zu fahren, damit die zum Jubiläumstag am 9.11.2014 zum 25. Jahrestag diese EU-Außengrenze wieder abbauen. Darum geht es mir. Mir geht es darum, dass wir die abbauen. Mir geht es nicht um, ob das jetzt reine engagierte Kunst, was glaube ich ein schönes Wort und auch wirklich ein wichtiges Kriterium ist, dass Sie mögen recht haben, dass das
ein Drahtseilakt ist, der ganz schnell kitschig werden kann, der ganz schnell zynisch werden kann, mhm, ganz schnell ironisch werden kann. Und irgendwie schafft, also für mein Gefühl, wir es immer, die Balance zu halten, mhm, dort tatsächlich. Das bedeutet, dass die Frage, die diese Tage in Berlin gestellt wird, in die Sophienseele, durch die Stefanie Wenner und ihre Equipe und die Künstler, die sie eingeladen hat, muss die Kunst nützlich sein? Das interessiert sie überhaupt nicht. Muss die Kunst also nützlich sein? Also ich würde, tatsächlich muss ich Ihnen sagen, finde ich, meine Meinung geht konträr damit. Also ich finde, sie muss überhaupt nichts. Hm. Und schon gar nicht nützlich sein. Okay. Also stellen Sie sich einmal vor, ich komme aus dem Theaterbereich, die Insel, die, das hat man nur ganz kurz im Film gesehen, es wurde nicht erklärt, wir haben eine Rettungsinsel vor 2 Monaten im Mittelmeer fest verankert. Mhm. Wir wollen 1000 Rettungsinseln im Mittelmeer fest verankern. Für die Europäische Union ist das ein läppischer Preis. Ja? Es kostet fast nichts, 1000 Stück für die Europäische Union. Für die Kunst ist allein die Festverankerung dieser einen Plattform eine unfassbare Summe, mhm, und obszön. Wenn Sie den Anspruch hätten, dass Kunst nützlich sein muss. Also Sie haben keine Garantie, dass diese Rettungsplattform, die jetzt im Mittelmeer ist, Menschenleben tatsächlich rettet. Sie haben keine Garantie darauf, dass sozusagen die da bleibt, ja, mhm, und sich nicht losreißt von einer Festverankerung. Und in dem Sinne muss ich Ihnen ehrlich sagen, also ich bin da tief konservativ. Ja. Ich bin jemand, der der Meinung ist, all diese Vorgaben, Kunst muss gar nichts, Entschuldigung. Und am schönsten ist Kunst tatsächlich, also sind die Künste auch tatsächlich dann, wenn man ihnen nicht solche Auflagen macht, wie hier ist der Auflagenkatalog, was ihr alles müsst und sollt und tun könntet. Lasst sie machen. Natürlich blamieren Künstler die Künste. Das ist überhaupt keine Frage. Dauernd gibt es irgendwelche Künstler, die die Kunst blamieren können, in ihren Entscheidungen, gerade in ihren künstlerischen Milo Rau, ihre Kollegin, hat sich sofort beschwert, diese Woche noch, dass eigentlich die Theater machen, und es gibt ganz viele in Dresden, überall mittlerweile, Dortmund, Köln, die Theater machen, die mit und für Flüchtlinge Theater machen, machen eigentlich Theater für die Bundeskanzlerin Merkel. Das wolle er nicht. Was halten Sie davon, so eine Aussage? Ja, da bin ich ganz bei ihm. Also das ist wieder zurück zu unserem Anfang des Gesprächs. Natürlich hat man als, sagen wir mal, aggressiv-humanistisch veranlagter Mensch seine Probleme mit der Bundeskanzlerin. Sie haben auch, wir haben schon über Merkel geredet, aber Sie haben als aggressiver Humanist auch Ihre Probleme mit der Wirklichkeit. In der Spiegel haben Sie gesagt, eine Lösung für Syrien, das weiß ich auch nicht. Da meine Fantasie reicht nicht aus, um jetzt irgendwo die Politiker zu beraten in dieser Fallasserie. Das ist so nicht gemeint. Nein, das ist nicht so gemeint. Es ist so, dass bis vor 2 Jahren die Frage war auch tatsächlich dort anders gestellt im Hintergrund. Für mich war die Frage, bis vor 2 Jahren hatte ich absolute Sicherheit, dass eine humanitäre Intervention in Syrien das Richtige wäre. Aber jetzt nicht mehr. Und inzwischen ist es so, dass alle säkularen Kräfte mehr oder weniger weggebombt sind oder zerrieben worden sind an diesem Zweifrontenkrieg. Assad auf der einen Seite und die Extremisten wie ISIS und die Nusra-Front auf der anderen Seite. Da kann die Kunst dann auch nichts mehr machen. So eine Frage können Sie aber auch nicht einen Künstler stellen, sondern eigentlich streng genommen auch nur einen Intellektuellen. Mhm. Also sozusagen. Aber Sie sind ein Intellektueller, deswegen habe ich all die Papiere hier. Sie sind gelernte Jurist, genau. Sie aber sind promovierte Philosoph und Sie sind promoviert, noch nicht diskutiert, aber Sie sind promoviert über das Phänomen von Rache. Ja? Ehre und Rache. Ehre und Rache. Was wir jetzt alle wollen, François Hollande und weiß ich viel wem, wir wollen die Ehre an uns selber halten und wir wollen Rache jetzt. Ja? Das ist, was wir machen. Ja? Das halte ich für das Dümmste, was man im Moment tun kann. Erzähl mal, was ist das Alternativ? Ich bin der Meinung, dass wir, das ist auch nicht erst seit gestern und darum ändert Paris gar nichts. Als Zivilisation sind wir erstens, ist es uns längst bekannt, dass es hier Anschläge geben wird, auch in Deutschland. Mhm. Und wir müssen vor allem eins lernen. Wir müssen lernen, diese Angriffe auszuhalten. Das ist schwierig. Wir sind unheimlich verletzbar. Wir sind mit Sicherheit sind die westlichen Demokratien die verletzlichsten Staaten, aber auch die, muss man sagen, drunter die stabilsten Staaten.
die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Sie reden jetzt über Europa und über nicht Europa? Über die Vereinigten Staaten, nicht über Russland, doch, nicht über China. Doch, Westen, der Westen. Europa, ja, natürlich. Oder die Westen. Der Westen. Mhm. Und das heißt sozusagen, ich glaube, meine tiefe Überzeugung ist, das Schlechteste, was man tun kann, ist jetzt da irgendwie zurückzuschlagen, irgendwo blind. Ja? Man muss sich Belgien genauer angucken, da können Sie vielleicht gleich noch... Wir sind mittlerweile der Rizé von Europa, Belgien. Ja. Das kann ich auch Ihnen erklären, warum. Der was, der? Rizé, oder wie sagt man das? Wir sind wirklich Abfall von Europa. Mittlerweile Molenbeek, Brüssel und so weiter. Ja, ist das so? Das ist absolut. Ja, das müssen Sie gleich berichten. Sie müssen mal eine Aktion bei uns machen. Ja, 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 die Kirche sagt das auch. Sagen alle, wir sollen mal eine Aktion. man kommt nicht hinterher mit Arbeit. Aber gehen wir weiter. Sie haben viel zu tun die letzte Zeit. Nein, viel zu tun. Viel zu tun. Viele Anfragen. So ist es. Für Aktionen. Ja. Ich glaube, dass es tatsächlich, ich nenne das die Einsamkeit des Angreifers. Wenn man angegriffen wird, können wir uns als Demokratien gerade, wenn wir nicht blind drauf losschlagen wollen und jetzt Afghanistan überfallen wollen, kann man, sinnbildlich gesprochen, dann kann man sich überlegen, ob man das aushält und Angreifer damit demütigt, indem man sie allein lässt mit ihrem Angriff. Wir haben, das hat eine unfassbare Größe, in meinen Augen eine unfassbare Schönheit, wenn man in dem Moment der Verletzlichkeit auch dazu steht, natürlich muss man die Urheber finden, man muss auch dringend in Molenbeek mal gucken, was ist da schiefgelaufen. Aber dennoch glaube ich, dass alles Weitere doch gut überlegt sein muss. Die Arbeit, die ich da eingereicht habe, heißt im Untertitel, also Ehre und Rache, im Untertitel eine Gefühlsgeschichte des antiken Rechts. Und da habe ich, glaube ich, diese Phänomene sehr gut aufgearbeitet. Für mich ist das ganz wichtig, dass wir nicht in Hysterie verfallen. Wir sind in Hysterie verfallen. Jetzt ist es an Künstlern, Kuratoren, Intendanten, Intellektuellen, glaube ich, der Gesellschaft bestimmte Ängste auch wieder zu nehmen und zu sagen, also wie das viele schon längst tun, das mag uns ungewöhnlich vorkommen, aber wir haben, ich erinnere mich noch 2013, 14, als wir eine große Syrien-Aktion gemacht haben, lief mir die ISIS überall über den Weg. Die kannte hier keiner. Die wurde hier erst im Juli, August 2014 bekannt, als sie Mosul eingenommen hatten. Da waren sie aber schon über Abu Ghraib drüber. Das war also im März letzten Jahres. Da wollte keiner was davon wissen. Da waren sie schon mitten in Irak. Sie kamen aus Syrien. Und jetzt kommt dieses Problem, nachdem es sozusagen von unter anderem von Belgien überproportional hoch nach Syrien exportiert worden ist, kommt dieser Terror jetzt zurück nach Europa. Und das sind Phänomene, die muss man auf dem Schirm haben, aber es sind schon viele aus dem Westen, die darunter sind. Da habe ich ein Buch tatsächlich auch zugeschrieben, das ist mir ein Anliegen, weil das sich vor allem an junge Menschen richtet. Das ist jetzt gerade ausgekommen. Das jetzt am Montag rauskommt, wobei hier gibt es irgendwo einen Büchertisch, habe ich gehört. Und, wie heißt das Buch? Wenn nicht wir, wer dann? Ich glaube, Sie haben es schon da, oder? Und was bedeutet das dann? Was ist das Antwort auf die Frage, wenn wir nicht, wer dann? Also ich glaube, dass wir ein bisschen unterschätzen oft das Orientierungsbedürfnis junger Menschen. Und dass wir in dieser Postmoderne, anything goes, und wir haben unheimlich viel Theorien, wir haben unheimlich viel in der Ideen, ich bin von Haus aus studierter Ideengeschichtler, es gibt unheimlich viele politische Ideen, im 20. Jahrhundert ein wahres Schlachtfeld. Und in meinen Augen, ich versuche da etwas aufzuräumen in diesem Buch, um gerade auch vielleicht so etwas wie eine bestimmte Art der Orientierung an die Hand zu geben. Ich glaube, dass nur eine Idee, sie ist keine Ideologie geworden, bis heute nicht interessanterweise, eine Idee das 20. Jahrhundert überlebt hat. Eine Utopie, ein letzter Traum, den die Menschheit noch träumen kann. Und das ist der Humanismus. Und da müssen wir alle ran. Also das ist, und zwar jetzt nicht eben, jetzt spreche ich wieder als Intellektueller und nicht als Künstler, ja, oder als Buchautor, das sozusagen, wenn ich sage, da müssen wir alle ran, also die Kunst muss gar nichts. Und das ja, ist mir unheimlich wichtig, dass sozusagen, wir kennen das alle, wir sitzen auf dem Sofa und denken, ja, ich kann ja eh nichts tun und ich habe so das Gefühl, dass es auf mich eigentlich überhaupt nicht ankommt in meinem Leben. Und dieses Buch versucht so einige, mit einigen dieser Mythen, die wir so haben, wie 7 Milliarden Menschen. Ja, was sind wir zwei gegen 7 Milliarden Menschen?
Und was sind diese, was sind wir zwei gegen das Universum mit 100 Milliarden Galaxien? Was ist die Erde überhaupt? Ein Staubkorn. Und da drauf, auf diesem Staubkorn, ist nochmal mikroskopisch irgendwo der Mensch. Und ich versuche genau solche Anschauungen wirklich zu reflektieren und auch dahinter zu steigen und zu durchleuchten, ob das denn alles so stimmen kann, dass es auf uns überhaupt nicht ankommt und dass sozusagen solche, ich sag mal, popularisierten Vorstellungen, die wir alle haben, auch aus den Naturwissenschaften, ne? Ich schlag die Zeitung auf, ist da eine Doppelseite, die mich mit lauter Diagrammen versucht zu überzeugen, der Mensch bestehe zu 80% aus Wasser. Das tut er nicht. Er besteht vielleicht aus Liebe, Hass, Klugheit, allen möglichen Phänomenen, aber er besteht mit Sicherheit nicht zu 80% aus Wasser. In dem Sinne ist das eine Hommage an die Geisteskraft des Menschen und in dem Sinne versucht es klarzumachen, dass wenn wir einfach das so hinnehmen, was an Trivialitäten teilweise in unsere Gesellschaft hineinventiliert wird, kommt etwas in Gang, was ich toxische Ideen nenne. Also bis jetzt glaubte man eigentlich mehr oder weniger, Ideen können klug sein, können dumm sein, sie können schön sein, sie können verschroben sein. Ich bin der Überzeugung, es gibt so etwas wie toxische Ideen, die uns vergiften und die liste ich da auf. Ja, aber Jazz, ISIS, die haben auch Ideen. Ja. Und die haben sogar Ideen über Schönheit. Ganz genau. Und wenn man redet mit den Mitgliedern von Jazz, wenn man die E-Mails anguckt, wenn man die Videos anguckt, die Propaganda, auch Jazz, ISIS, spricht von politischer Schönheit. Also was tun wir dann mit der Idee von ISIS und Jazz? Ja, das ist sozusagen mit der Idee, die in Molenbeek lebt, was tun wir mit der Idee? Ideengeschichtlich. Auch Mitgefühl, auch Verständnis zeigen, was müssen wir machen? Ideengeschichtlich ist das der Gewand des, sagen wir mal, Faschismus, des islamischen Faschismus und der gehört für mich zu den überlebten Ideologien. Also Faschismus war, wir erinnern uns, in den 1920er Jahren eine attraktive Alternative für viele junge Menschen. Das kehrt jetzt offenbar wieder und genau das versuche ich da zu entkräften in dem Buch. Also es gibt nur eine, die überlebt hat und das ist der Wert des Menschen. Ich frage Sie zurück, was sind uns die Menschen wert, die sozusagen, ja, sagen wir mal, hier mit einiger Gleichgültigkeit konfrontiert sind, die hören, wir predigen Humanität nur in der Kirche und in den Sonntagsreden. In Wirklichkeit sind uns die völlig egal, sind scheißegal. Die Muslime, die in Tschetschenien gestorben sind, die Muslime, die in Bosnien-Herzegowina gestorben sind. Sie sind uns völlig wurscht. Ja? Das könnte der Eindruck sein einer IS-Propaganda, der wird da auch durchaus erweckt. Die Bilder werden gezeigt und dann wird gezeigt, dass die westliche Reaktion auch auf Alan beispielsweise, Kurdi, der am 2. September verstorben ist diesen Jahres, im Prinzip hat es nichts genützt. Bis heute fliehen diese armen Menschen weiter in Schlauchbooten. Und wenn Sie da aufsetzen mit einer faschistischen Ideologie und einer gezielten Propaganda, ich komme gleich zur politischen Schönheit, sind Sie sehr schnell dabei, 20-Jährige, Sie sind ja alle unter 25, auch die Attentäter von Paris, sind Sie sehr schnell dabei, die zu überzeugen. Und darum geht es mir, also die da sozusagen letztlich davon abzuhalten. Also Sie haben dann auch eine Lösung für die Rückkehrer, weil im Moment reden ganz viele in Paris oder auch in London, reden Regierungen und Spezialisten, was muss man tun mit den Typen, die Mädchen, die Jungs, die zurückkehren wollen. Ich meine, Guantanamo ist kein Alternativ mehr. Ein Kassettlager ist kein Alternativ. Muss man dir ein elektronisches Gürtel mitgeben? Vielleicht auch kein Alternativ. Was soll man mit die, hat das Zentrum für politische Schönheit, und bitte, das ist absolut keine Provokation, hat das Zentrum für politische Schönheit vielleicht eine Idee, was man diese freiwillige oder unfreiwillige Rückkehrer, weil die wird es geben in 1, 2, 3 Jahren. Weil die gibt es jetzt schon. ISIS Jazz ist not sustainable. Mhm. Das ist nicht durchzuhalten. Was könnte man die anbieten? Ja, also jetzt sind wir beim Pitch. Der Mann wird Intendant der Volksbühne sein. Jetzt kommt der Moment, jetzt können wir über eine Kooperation reden, vielleicht mit dem Gorki-Theater 2017. Wie wäre es denn mit einem Aussteigerprogramm, ja, von beiden Häusern finanziert, wo wir mit denen Theater machen?
Was halten Sie davon, Herr Derkon? Können Sie ja mal überlegen. Ich halte das nicht für das dringendste Problem unserer Zeit. Es erscheint uns, unseren Zeitgenossen, die jetzt natürlich die Medien, von den Medien auch drangsaliert werden, tatsächlich als das wichtigste Problem. Ich halte es aber, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, für, es ist sicherlich eines der Probleme, aber mit Sicherheit auch nicht nicht vergleichbar mit dem, was Menschen, die heute Tag für Tag weiter buchstäblich verbrennen, weiter verbrennen in Aleppo, durchmachen müssen, muss ich Ihnen sagen, das ist tatsächlich was, was eher gerade meine Zeit raubt. Ich bin da überzeugt, dass wir genug Sozialarbeiter haben, wenn Sie so wollen, die in der Lage sind, Rückkehrerprogramme aufzulegen. Das ist eine Aufgabe des Staates, das ist sich, also der Bundesinnenminister ist sich dessen auch sehr bewusst, viel bewusster als das, was an seinen Außengrenzen passiert. Und insofern ist es, glaube ich, schon in ganz guten Händen, auch finanziell. Aber lassen Sie uns trotzdem 2017 über eine Kooperation reden. Lassen wir aber dann erst reden über das, im Hangar oder so. Nicht das antike Recht, aber über Ihre antike Definition von Schönheit. Was ist Ihre Definition von Schönheit? Ich habe das Gefühl, Sie haben über das antike Recht sehr deutlich geredet, auch das Alternativ für Rache und so weiter, aber ich finde, dass Ihre Definition von Schönheit ist eher eine antike Idee von Schönheit. Absolut, absolut. Also da treffen Sie den Punkt. Also das ist sozusagen, ich fühle mich da immer ein bisschen wie Schopenhauer, der gesagt hat, dass er eigentlich nur die Alten kopiert. Also er schreibt einfach das nochmal auf, was die Antike schon geschrieben hat. Die war weiter als wir. Die war sehr viel weiter als wir im Denken. Ich glaube, wir müssen uns ganz dringend davon verabschieden, dass das Denken über den Menschen und die Interpretation unserer selbst, auch von Politik, politischer Ideengeschichte, in irgendeiner Weise progressiv verläuft. Es gibt da keinen Fortschritt. Es gibt keinen Fortschritt in der Geschichte der Ideen, es gibt keinen Fortschritt in dem, wie wir den Menschen denken, wie wir uns verstehen. Ich sehe da teilweise sogar Rückwärtsbewegungen. Und insofern muss ich Ihnen sagen, war das wahrscheinlich, das gehört in diesem Zusammenhang, eine der großartigsten Ideen der Antike. Die Kalogatia hieß das, also das, die Einheit des Schönen, des Guten und des Nützlichen. Da haben Sie tatsächlich meine Messlatte gefunden. Das bedeutet auch, dass das Zentrum für politische Schönheit, Philipp Rüch, Theater, Gorki-Theater, das bedeutet auch, dass es wieder eine Möglichkeit gibt, um das Theater der Antike absolut, wieder das zu... Absolut, da will ich hin. Also das, wie geht das dann? Dann in 2 Jahren arbeiten wir zusammen und dann bringen wir was auf die Bühne? Der Theater, also das Theater ist was ja ein unfassbarer Reflexionsraum. Ja, was muss der Matthias Lilienthal hier machen auf die Bühne? Ich fürchte, dass es hier auf der Bühne nicht getan ist. Also alle unsere Aktionen finden auf der großen Bühne dieser Gesellschaft statt. Also die Gesellschaft selbst als Theater zu begreifen. Und warum sollen da immer nur diese Dilettanten von Politikern als Regisseure? Okay, aber gehen wir zurück nach das Theater der Antike. Das Theater der Antike. Ja. Also wenn wir Sie haben das jetzt 400 Jahre Shakespeare. Okay, lassen wir mal weitergehen. Genau, aber ja. auch Shakespeare hat sich natürlich, stand nur in diesem Auftrag, wenn Sie so wollen, einer Gesellschaft in einer gewissen Weise vorzudenken, auch vorzuformulieren und in fast schablonenhaft auch Entscheidungswege offen zu legen, durchzudenken. Wer sind wir? Was sind wir? Was wollen wir? Ich würde das nochmal zurückkommen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Impulsgeber einer Nation sind die Künste oder einer Gesellschaft. Und natürlich das Theater viel weiter vorne mit dabei, als das die leider 90% der Theaterhäuser in Deutschland wahrhaben wollen. Das bedeutet, Sie sind eigentlich ein, Sie könnten sich eindenken, dass Sie ein Fan werden von zum Beispiel Dieter Dorn, oder nicht? Ich glaube, Sie unterschätzen, dass ich vielleicht schon Fan bin von einigen Gestalten, die Theatergeschichte geschrieben haben und dort Dinge geschaffen haben, die, wie gesagt, ich würde heute nicht Theatermacher sein, wenn ich nicht tief davon überzeugt wäre, dass im Theater eine Kraft und eine Möglichkeit besteht,
die es nirgend in keiner anderen Kunstform gibt. Dann wäre ich längst in der Galerie oder sonst. Gut, die wollen mich ja nicht haben, das haben sie ja schon das richtig hast du jetzt formuliert. Mitgekriegt. Das habe ich jetzt mitgekriegt. ist auch, ja, nicht das erste Mal, ich bin da sehr froh drum. Aber im Theater, wo man, glaube ich, uns auch will und wo wir auch hingehören, dort im Theater, aber wo das also natürlich im erweiterten Begriff, so wie natürlich auch der Intendant dieses Hauses, das ist ein unfassbares Glück, dass Sie haben, dass Sie diesen Intendanten haben, wenn ich Ihnen das mal kurz sagen darf. Es ist ein Meister des Theaters, der es schafft und seit Jahrzehnten schafft, Theater eine Relevanz zu geben, die sich, wie gesagt, 90% der Häuser in Deutschland gerne wünschen würden und nicht schaffen. Und ich beneide Sie ich ganz offen. Ich muss Philipp Ruch immer wieder von Propaganda zu Moralphilosophie zurück. Okay, jetzt wieder Propaganda ich beneide nach Sie, Moralphilosophie. Dass Sie in okay. München wohnen. Ich würde gerne in München wohnen und jeden Abend hier Kaufmann von Venedig und all diese Sachen sehen, weil hier wird gerade Theatergeschichte geschrieben. Sie sind Teil dessen. Philipp Ruch. Voilà. Übrigens auch ganz kurz, dass Herr Derkon und ich hier diskutieren dürfen, verdanken Sie nur Matthias Lilienthal. Und in dem Sinne, also falls Sie das schätzen, also wenn Sie es jetzt schlecht fanden, vergessen Sie es wieder. Ja? Das war ein kurzes Interludium, das gibt es so im Theater auch. 5 Minuten Werbung heißt das. Philipp Ruch. Ich habe hier so viel Papiere dabei. Bitte, tötet nehmen Sie mal was. Tötet Köppel Inserat, das da haben Sie Probleme mit gehabt, mit Roge Köppel. Der musste getötet werden, weiß ich für was. Anyway, da geht es nicht um. Es geht um Folgendes, hat doch zu tun mit Roge Köppel. Ich habe mich hier noch eine Frage aufgeschrieben. Mit der Idee, Philipp Ruch, von der Autonomie der Kunst verknüpft sich als Ihr komplementärer Widerpart die Frage nach dem politischen Charakter der Kunst. Die Antworten reichen je nach historischen und sozialen Kontexten von Kunst ist immer politisch bis zu Kunst kann nie politisch sein, von Kunst darf nie politisch sein bis zu Kunst muss immer politisch sein. So, wollen Sie meine Meinung dazu? Ja. Ich halte es da mit einem Sie verstehen, gewissen, dass ich das aufgeschrieben natürlich, habe. Natürlich. Mit einem Kritiker, also ich würde mich da nicht bei Aussagen mit Sie muss, wissen Sie ja, was meine finale Antwort dazu ist, was die Kunst muss. Aber ich würde sagen, dass es sich bei Politik im Theater doch oft so verhält, wie ein großer Kritiker mal geschrieben hat, dass Politik im Theater sei, oder in einem Roman, meinte er, glaube ich, damals, wie ein Knall, wie ein Schuss. Und insofern kann man sagen, dass damit umzugehen und die Leute vielleicht dann auch nicht zu sehr zu stören, vielleicht auch auf die Frage, was Sie meinten, mit ob ich stören will oder ob wir stören wollen, sondern eine Balance zu halten, die dafür sorgt, dass, gut, wir haben mit viel mehr gerechnet. Wir haben im Sommer eine Demonstration, eine Versammlung, einen Umzug gehabt, einen Marsch der Entschlossenen und wollten am Kanzleramt den Vorplatz aufstemmen. Und alle Leute in der Republik, die was von Politik verstehen, sind baff, dass wir da über 10.000 Menschen auf die Straße gebracht haben. Ich bin enttäuscht. Ich habe damit gerechnet, dass wir von 500 Millionen Europäern an die 30 Millionen oder 40 Millionen in Berlin sehen. Also für mich war das ein gigantisches Scheitern. Aber immerhin, also die Fachleute sagen, das gibt es so eigentlich nicht, dass man innerhalb von einer Woche das schafft. Man muss das größer organisieren, Bündnisse schmieden und sonst was. Ich glaube, wenn Sie sozusagen auch angucken, wie weit sich solche Aktionen, die wir machen, verbreiten und auch welche Sympathien damit verbunden sind, dann werden Sie eben feststellen, dass da ein sehr genaues Austarieren stattfindet, dieses Knalls, wenn es den denn gibt. Ich vermute, es gibt ihn. Ich muss Ihnen vielleicht diese Geschichte ganz kurz am Rande erzählen. Man hat immer ein Rohmaterial der Kunst, natürlich bei allem. Und wenn Sie nach Syrien gehen und diese Bilder sehen, die ich selber auch eigentlich teilweise nicht sehen kann, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie diese Bilder überhaupt nicht ertragen. Sie ertragen sie nicht, sind unerträglich. Da kann Kunst helfen, da kann Theater helfen, die fassbar zu machen, sie erträglich zu machen. Erträglich vielleicht nicht, aber tragbar. So, dass Leute, und das schaffen, das erleben wir, dass wir das wirklich tatsächlich inzwischen bei Millionen Menschen schaffen, dass sie es schaffen, diese Bilder sich diesen Bildern mal zu begegnen. Ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, weil es ein sehr schwieriger Akt, ja. Es ist extrem, was man da sieht. Und da kann die Kunst und das Theater bei Hilfe.
dort fängt, das ist sozusagen überhaupt die Möglichkeit. Ohne das Theater wäre es gar nicht möglich. Also ich behaupte... Wie geht das dann? Ich habe viele Journalistenfreunde, die sagen, wir schreiben über Syrien. Wir schreiben, schreiben, schreiben. Wir erstatten dieser Gesellschaft Bericht und erzählen ihnen also alles minutiös. Und es passiert nichts. Und die Leute blättern schon weiter. Ja? Das geht so weit, dass der Chefredakteur der Zeit 2014 im Sommer als einer seiner besten Investigativen sich auf ein Boot gesetzt hat und das Mittelmeer überkreuzt hat, gesagt hat... Also das ist dem Bauer, nicht? Bitte? Das ist Herr Bauer. Wolfgang Bauer hat sich da in ein Boot gesetzt. Und Di Lorenzo hat so ein Begründungsvideo, das macht er jede Woche, würde ich Sie mal bitten anzugucken. Das ist wirklich ein Zeitfanal, was dieser Herr da zusammenbrabbelt. Da sagt er also, hat er es auf den Titel gebracht, oben. Und er sagt dann in diesem Video, ich weiß schon, was Sie denken, nicht schon wieder Flüchtlinge. Nicht schon wieder eine Flüchtlingsgeschichte. Und wie geht das? Also das geht folgendermaßen, man hat also diese Bilder von Aleppo, man hat dieses schrecklichste Rohmaterial, was übrigens aussieht wie, falls Sie es noch nicht gesehen haben, ikonografisch kommt es von der 9-11-Optik. Die staubbedeckten Köpfe, die sie natürlich auch in Aleppo haben, weil die Häuser auch zusammenfallen, aber sie fallen zusammen, weil sie mit Steinzeitbomben, also Fassbomben, das sind tatsächlich teilweise Ölfässer, Sprengstoff drin, Nägel drin, damit die, wie wenn es explodiert, sozusagen auch wirklich möglichst viele Menschen töten. Die Explosion selber ist nicht das Problem, sondern wie man das verteilt, den Radius. Und also Splitterbomben. Phosphor ist da teilweise drin. Und wenn Sie diese Bilder, Sie sehen jetzt diese Bilder und fragen sich als Künstler, was mache ich damit? Und ich habe mir zum Beispiel geschworen, nie in meinem Leben eine Aktion zu machen zu Hunden, Katzen und Kindern. Und das wurde dann bei Syrien gebrochen. Also ich habe dann gemerkt, ich muss jetzt leider, weil immer wieder dieser Satz kommt, das damals übrigens. Heute, würde ich sagen, hat sich das ein bisschen verändert. Die Gesellschaft hat ein bisschen gelernt, was Syrien ist. Aber im Mai 2014 und auch, wir planen ungefähr ein Jahr voraus, also sozusagen in diesem Jahr Planungshorizont dieser Aktion, haben wir gesagt, wir müssen jetzt, weil immer dieser Satz kommt, alles Terroristen, Araber, wir müssen jetzt tatsächlich ihnen einfach zeigen, dass in Aleppo, dieser Millionenmetropole vom Krieg, 3 Millionen, 4 Millionen Einwohner, inzwischen sind es noch vielleicht 600.000, mindestens 20% Kinder leben. Und da haben wir eine Aktion gemacht und haben einfach nur den Holocaust nachgeschrieben. Also vor dem Holocaust gab es eine Rettungsaktion, 38, lange vor dem Holocaust, um es genau zu nehmen, 4 Jahre davor, Rettungsaktion der britischen Regierung, die Kindertransporte. Und wir haben das einfach nachgespielt in seiner grausamen, minutiösen Detailliertheit und haben eine Kindertransporthilfe des Bundes gegründet, die die Familienministerin, also die Geschichte ging so, die Familienministerin, das Familienministerium sucht 55.000 Pflegeeltern, die bereit sind, syrische Flüchtlingskinder aufzunehmen. Das wären 1% in etwa damals gewesen. UNICEF hat von 5,5 Millionen betroffenen Kindern geredet. Und durch diese Aktion, also durch dieses, sagen wir mal, fixfertige, also wenn Sie, die Website ist heute noch online, die Regierung hat bis heute nicht klagen können dagegen, weil sie dann irgendwie gegen Holocaust-Gedenken klagt, kindertransporthilfe-des-bundes.de, sehen Sie in jedem Detail 20 A4 Seiten lang ausgedruckter Text auch, also bis ins letzte Detail, so müsste es sein. Wenn die Bundesregierung beschließt, heute übrigens dann nicht zynisch vielleicht Waisenkinder aus dem Libanon zu retten, dann würde das genau so aussehen. Aber das ist ein Projekt über Verwaltung, über gute, schlechte Verwaltung. Was mich fehlt in das Projekt, und ich habe das in dem Film von Van der Haag auch angeguckt und Sie angehört, was mich doch fehlt in das Projekt, ist, wenn wir zum Beispiel zurückgreifen nach einem Text von Hannah Arendt über Flüchtlinge. Und Giorgio Agamben, den Sie auch kennen, hat diesen Text wieder zitiert in 1993. Sagt die Hannah Arendt etwas und damit auch Giorgio Agamben, was Markus Söder, weil er vielleicht diese Texte nicht lesen kann, was auch Angela Merkel hat keine Zeit für diese Texte und auch de Maizière nicht. Jetzt werde ich wieder zynisch. Dass ein Flüchtling ist nichts, ist ein nacktes Körper, ist das nacktes Leben. Ein Flüchtling ist nicht, hat nichts mit einem Asylbewerber zu tun. Ein Flüchtling ist kein Migrant. Ein Flüchtling ist
noch schlimmer dann staatenlos. Ein Flüchtling hat vielleicht einen Geburtsort irgendwo, aber ist das nackte Leben, das ist genau die Roma und die Juden passiert hier in die Umgebung. Die Nazis haben diese Menschen zum nacktes Leben degradiert. Das sind die Flüchtlinge, das ist das nackte Leben. Das sieht man auch, wenn die ankommen auf Lesbos. Keine Flugtickets kaufen dürfen. Ist das dann nicht eine Form von, das antike Begriff von Schönheit inkorporiert auch das, nämlich das Hässliche. Das Schöne geht nicht ohne das Hässliche. Das ist auch die Antike, sagen das. Ist das dann nicht wichtiger, dann zu reden über gute oder schlechte Verwaltung? Das halte ich, gelinde gesagt, für eine sehr nihilistische Überzeugung, Herr Derkon. Mhm. Also das geht für mich auch nicht, mit Teilen natürlich in der Antike, gab ja auch Nihilisten dort. Aber ich muss Ihnen da ganz ehrlich sagen, da habe ich meine Probleme. Ich bin der Meinung, dass die Flüchtlinge uns natürlich eine der Schlüsselfragen unserer Zeit aufwerfen, nämlich, das wird uns die nächsten 20 Jahre oder 10 sicherlich politisch auch in Atem halten, nämlich es wird eine Bewegung geben politisch, die diese Menschen entehren will, sie nackt machen will oder auch nackt belassen. Ich glaube, ich bin mit Ihnen völlig einig, dass sie es längst sind, denn ich habe tatsächlich eben, wir haben ja Gräber exhumieren lassen, wo der nackte Mensch verscharrt wurde, ohne ihn zu benennen, also ohne ihm einen Namen zu geben. Sie müssen als Staat in der Europäischen Union, das hat auch ein deutsches Gericht auch nochmal festgestellt, sie müssen alles in ihrer Macht Stehende tun. Wenn sie jemanden beerdigen als Staat, dass dieser Mensch, sie müssen alles tun, seine Angehörigen zu informieren. Denken Sie, auch nur bei einem gestorbenen Flüchtling wird das gemacht. Und es wäre gar nicht so schwierig, denn wir haben ja bewiesen, dass es geht. Wir haben das ja einfach vorgemacht, wir haben es einfach gemacht. Und das heißt, bedeutet, Sie sind einverstanden mit Nasehi, den Soziologe, den hier auch geredet hat für einige Wochen. Und er ist Chefredakteur vom Kursbuch Wohin flüchte, haben Sie auch ein Interview gegeben. Sie sind einverstanden, dass die Willkommenskultur der Deutschen, wie wunderbar auch, wie beispielhaft auch, es reicht nicht aus. Sie haben das vorhin so weggebügelt. Ich will das nochmal vertiefen. Sie haben gesagt, die Kindertransporthilfe des Bundes sei ein Akt der Verwaltung. Und das auch jetzt als Antwort auf Ihre jetzige Frage. Es war ein Akt politischer Schönheit. Es wäre ein Akt politischer Schönheit, wenn eine Ministerin in der Bundesregierung, die vordergründig nichts, aber auch gar nichts mit Syrien zu tun hat, als Familienministerium, sich dieser Sache annimmt. Und zwar nicht, weil sie nicht, weil sie qua Verwaltung muss, sondern gerade eben, weil sie qua Verwaltung nicht muss. Und deswegen haben wir dann Szenen erlebt, ich gebe zu, wir haben da mit Theater etwas nachgeholfen, da sind wir natürlich in der Lage zu. Wir haben dann Szenen gesehen vor dem Familienministerium, wie beim Buckingham Palace, also ein Blumenmeer. Ja? Diese Ministerin wurde ob ihres großartigen Hilfsprogramms überschüttet mit Blumen, mit Teddybär, mit allem Lob. Auch in Aleppo gab es Kinder, das ist vielleicht wieder die zynische Ecke, die das Bild, das Konterfei von der Familienministerin hochgehalten haben und ihr gedankt haben für ihre Rettung, die nicht stattfindet, Herr Derkon. Stellen Sie sich das mal vor. Das Konzept, wenn Sie so wollen, Sie sind ja kunsttheoretisch so beflissen. Ich möchte Ihnen da einen Fingerzeig geben. Das Messer und der Zynismus kommt nicht von uns. Das Messer, mit dem das vielleicht hinter diesem roten Tuch, wo Humanität draufsteht, lauert, kommt von der Realität und von der Bundesregierung selbst. Wie kann es sein, dass die Ministerin nicht in der Lage ist, die Größe zu haben und zu sagen, wow, gute Idee. Wir haben ganz Berlin und in mehreren Bundes, auch in München, plakatiert ihre Kanzlerschaft. Also Schwesig 2017, das Logo war schon entworfen, die Homepage bestellt. Natürlich erwächst aus diesem Akt, der eben in meinen Augen überhaupt nichts mit Verwaltung zu tun hat, aus diesem Akt politischer Schönheit ihre Kanzlerschaft. Ja? Es hätte nie die Diskussion gegeben, wir stellen gar niemanden auf als SPD, als Kanzlerkandidatin. Sie hätte Sigmar Gabriel im Sturm, hätte sie die Herzen erobert und Sigmar Gabriel hinweggefegt. Also
um Ihnen mal ganz kurz Ihr Gehirn doch etwas vom islamischen Faschismus, wenn man von politischer Schönheit redet, hinwegzubewegen. Ich wundere mich ja selber immer wieder, dass es da Verständnishürden gibt und Leute gibt, die dann Leni Riefenstahl oder irgendetwas nennen, wenn man von politischer Schönheit redet. Nein, ich rede davon, dass eine Ministerin mit dem Recht des Stärkeren sich einsetzt für Menschen, mit denen sie vordergründig politisch überhaupt nichts zu tun hat. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer Spezialisierung, Antiken, die Antike. Jetzt gehe ich mal auf den Stuhlsitzer von der Bundesregierung, von de Maizière und alle möglichen Leute. Jeder Mensch hat ein Recht, um irgendwo wegzugehen. Wir können überall weggehen, wo wir wollen. Sie können auch jetzt das Theater verlassen. Aber es gibt nicht irgendwo ein Gesetz, was sagt, dass man jemanden, die wegnimmt, dass man auch die Pflicht hat, das ist auch das antike Recht, aufzunehmen. Was sagen Sie dazu? Ja, ich halte das für eine Scheindiskussion. Weil, warum? Ja, weil da immer so schon eine Hysterie drin steckt, jetzt kommen sie alle oder irgendwas. Die Europäische Union hat 508 Millionen Menschen, Einwohner. Sie können mir nicht erzählen, dass wir nicht in der Lage sind, von den 60 Millionen Flüchtlingen, die es weltweit gibt, auch Binnenvertriebene schon mitgezählt, dass wir nicht in der Lage sind, 5 bis 10 Millionen davon, vielleicht sogar noch etwas mehr, im Jahrzehnt aufzunehmen. Ich sehe da überhaupt gar keine, Sie wissen, wir retten sogar unsere Wirtschaft, wenn wir das tun würden. Ansonsten kippt irgendwann in Ihrem Alltag demnächst dann die Rentenkasse um, dann das Klärwerk, ja, es gibt zu wenig Einwohner. Seien Sie froh, ich glaube, hier muss ich gar niemanden überzeugen. Wir können froh sein schon von der Seite aus. Wenn Sie es anders, wie war Ihre Frage? Sie hatten es anders aufgezäumt. Dass es keine Pflicht gäbe für uns, die aufzunehmen. Entschuldigung, das Grundgesetz sagt ganz klar, dass wir die Pflicht haben. Wir halten uns an die Genfer Konvention und Kriegsflüchtlinge, selbstverständlich müssen wir ihnen Asyl gewähren in der Europäischen Union. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wir würden jeden Tag dagegen verstoßen. Auch die ganzen Diskussionen, ob die jetzt subsidiären Schutz oder. Also, wir haben die Asylrechte so zurückgefahren, dass wir diese Menschen nackt machen. Das ist in meinen Augen sozusagen, Agamben hat dort natürlich eine Folie geliefert, die in ihrer Hässlichkeit auf die politische Lage Europas vollkommen zutrifft für diese Menschen. Ja. Jetzt doch eine Frage. Asche in Ihres Gesicht. Ist das eine Form, um diese Idee von Opfer, nacktes Körper, um das irgendwo zu illustrieren oder weiterzugeben oder zu beleben, weil was interessant ist, ist, dass in die politische Kunst, zum Beispiel Pussy Riot, niemand redet über die Musik von Pussy Riot, weil die ist zweimal nichts, null. Aber jeder Mann redet natürlich über Pussy Riot im Gefängnis. Die Kunst von IWW wird immer problematischer. Ja. Das sieht man auch die letzte Zeit, aber jeder Mann redet immer über das Körper-IWW, die Opferkultur. Man hat den Eindruck, dass die politische Kunst, den politischen Künstler, Künstlerin nur funktioniert, wenn sie auch ihres oder ihr sein Körper offriert, sozusagen. Und wenn man redet über das Zentrum für politische Schönheit, zu Recht, Philipp Ruch ist ein sehr angesehener Mann, man hört ihm gerne Rede, sie sind in die Medien, Asche ins Gesicht. Verstehen Sie wahrscheinlich auch, dass Ihr Zentrum für politische Schönheit nur funktioniert, wann Sie auch irgendwo da sind und wann Sie Ihres Körper, Ihre Wörter an uns anbieten und Ihres Gesicht mit Asche also ich bemalen? Ich habe jahrelang sozusagen immer eine Zweiteilung für mich gehabt in der Aktionskunst. Der eine funktioniert mit dem Körper und der andere funktioniert, wenn man so will, in diese Aktionsrichtung, wie wir das vielleicht, ja, natürlich gibt es das bei Beuys auch, natürlich gibt es das bei Schlingensief auch, aber die andere Komponente, die politische, wenn man so will, war doch in der Regel größer. Ja, die Honigpumpe beispielsweise, die also durch das ganze Museum geleitet wird. Bei Schlingensief die Chance 2000, also eine Partei zu gründen, oder auch Ausländer raus, also Big Brother mit den Nackten,
zu spielen und ihre Rechtlosigkeit überhaupt sich das anzumaßen, damit zu spielen. Und da hatte ich immer so eine Zweiteilung. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich im letzten Jahr verstärkt dahin gekommen bin, dass es die wahrscheinlich nicht gibt, dass sie fiktiv ist und dass selbstverständlich wir das Aktionskunst einfach immer damit zu tun hat. Und zwar habe ich das in einer ganz anderen Phase gemerkt. Mit dieser Spannung. Und zwar in diesem altmodischen, wissen Sie, wenn der Staatsschutz Sie anruft, wenn die Polizei Ihnen schweren Formen von Diebstahl vorwirft, wenn die Bundespolizei ein Theater umstellt, das Gorki-Theater in Berlin, wenn vom Regierenden Berlins bis zur Kulturstaatsministerin alle, Lammert, Bundestagspräsident, alle Ihnen hinterherhetzen als Künstler, haben Sie grundsätzlich zwei Optionen. Sie bleiben stehen und sagen, ja, das waren wir, so ist es. Oder Sie fliehen schnell weg. Ja? Bei allen unseren Aktionen, die wir jemals gemacht haben, werden Sie dieses Moment immer finden. Offenes Visier. Sie werden immer sehen, dass wir dem Feind in die Augen geguckt haben und gesagt haben, beispielsweise 2012, auch hier in München, haben wir eine Belohnung von 25.000 Euro ausgesetzt auf die Eigentümer von Krauss-Maffei-Wegmann, weil sie an die siebtschlimmste Diktatur dieser Erde 270 Leopard 2 Panzer liefern wollten. Und wenn Sie das machen, dann können Sie sich vorstellen, Krauss-Maffei-Wegmann, ein Milliardenkonzern und 38 Eigentümer, nicht gerade viel, mit besten Verbindungen und? Zu allen möglichen obskuren Gruppierungen. Ja, okay, aber? Und wenn, da müssen Sie stehen bleiben. Da müssen Sie natürlich denen signalisieren, Sie sind jetzt nicht die Antifa, die wegrennt oder die, ich weiß nicht, ne, was die sonst so gewohnt sind, aber das waren sie nicht gewohnt und die haben, waren schon extrem. Also bei es tat Pegida, schon extrem weh. Bei Pegida-Demos in Dresden werden Sie stehen bleiben. Selbstverständlich. Und das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, da habe ich diesen Aha-Effekt gelernt, dass das immer noch, ich bleibe dabei, es gibt nun mal Aktionskunst wie Abramowitsch und ähnliches, da ist der Körper überwiegt. Das ist für mich total irrelevant. Aber das altmodische Wort der Haltung und des Rückgrats und in einem gewissen Moment dann auch zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter, lieber Herr Innenminister, das ist etwas, was tatsächlich, glaube ich, dem altmodischen Körperbegriff der Aktionskunst zu neuem Glanz verhelfen kann. Meine Damen und Herren, Philipp Bruch, Zentrum für politische Schönheit. Applaus